Moin zusammen, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei dem neuen Video. Und zwar heute wieder Nexus Box Break. Ich habe hier was Krasses vor mir liegen. Mindestens 5 Autogramme. In dem heutigen Video werden wir diese Bundesliga Finest Box hier öffnen. Ja, die habe ich zum normalen Preis bekommen, was die halt aktuell kosten. Ist auch, glaube ich, der normale Preis, wie wo sie damals rausgekommen sind. Das sind so 2 kleine Mini-Boxen hier, seht ihr. Und in diesen 2 Mini-Boxen, also ist jeweils eine Autogrammkarte garantiert. Und auch sehr viele nummerierte Karten und Co. Das ist halt für die Bundesliga. Das gibt es im heutigen Video. Und im nächsten Video, bleibt deswegen auf jeden Fall dran, haben wir 3 Packs davon. Und zwar von der Topps Finest Champions League. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Hier haben wir eine einzeln. Und hier haben wir auch noch 2 Stück neu. Auch alle natürlich neu verpackt, ja. Hatte ich einen guten Schnapper gemacht. Ich habe für diese 3 bezahlt, so viel wie normalerweise nur diese 2 kosten. Deswegen habe ich das Ganze gekauft mir. Wie gesagt, das gibt es im nächsten Video. Deswegen bleibt auf jeden Fall immer dran. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal. Schreibt doch immer gerne unten was in die Kommentare. Wie gesagt, heute öffnen wir diese Karte hier, beziehungsweise dieses schöne Pack. Dazu habe ich mir auch noch ein paar Toploader hier geholt, so. Einfach, dass man die Karten ein bisschen geschützt reinmachen kann. Und solche Ständer hier, da kann man dann die Karten reinstellen. Ja, so. Und sich zum Beispiel in die Vitrine stellen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Verlinke ich euch auch mal unten. Gibt es relativ günstig bei Amazon. Aber ich finde, sowas sollte man schon haben. Sleeves braucht man natürlich auch. Allerdings sind die bisher noch nicht angekommen. Ich habe auch Sleeves bestellt, 300 Stück. Da werde ich wahrscheinlich dann auch alle Karten einfach reintun, ja. Aber wie gesagt, die sind noch nicht angekommen. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt dieses geile Pack hier, ja. Wir werden jetzt die Kameraperspektive ein bisschen ändern. Natürlich, dass ich beide Perspektiven habe. Einmal für unten und einmal für oben. Und let's go. So, gehen wir rein. Wie gesagt, hier Topps Finest. Ja, sehr, sehr geil. Und im nächsten Video gibt es dann die 3 Stück noch. Also haben wir insgesamt 5 Autogramme. Hier sind jetzt erstmal 2 drin. Ich bin gespannt. Ich hoffe auf geile Frankfurt-Karten vielleicht, ja. Und by the way, was ihr auch nicht verpassen solltet, ich habe gestern kam der Drop, für euch ist es jetzt schon länger her, weil das Video wird erst in ein paar Tagen rauskommen. Gestern am 2.11. war der Drop um 17 Uhr für die neue Deko-Box 22-23 und ich habe 2 Stück im originalen Topshop bekommen für den normalen originalen Preis, ja kein Resetting-Preis oder sonstiges, was sehr, sehr geil ist. Ich könnte jetzt theoretisch schon die Dinger fürs Doppelte verkaufen, die sind ja natürlich noch nicht da, die werden ja jetzt erst produziert, das heißt, die brauchen so 4 bis 6 Wochen, bis sie bei mir sind, aber ich habe sie beim originalen Topshop bestellen können, die waren auch nach 3-4 Minuten dann direkt ausverkauft. Ich konnte echt froh sein, dass ich es zufällig mitbekommen habe. Und die werden wir dann natürlich auch öffnen. Die Topps Deko sind immer sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Karten. Die Checklist ist auch geil. Man kann zum Beispiel eine R9 Autogrammkarte ziehen. Auch wieder Messi-Karte, Neymar-Karte. Also sehr, sehr geil. Deswegen bleibt auf jeden Fall auf meinem YouTube-Channel dabei. Hier wird es jetzt sehr, sehr geile Videos geben. Und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt mal hier in diese schöne Topps Finest Bundesliga-Box rein. Ich muss schauen, dass ich die jetzt erstmal hier... Zack, öffnet bekomme und ja, ich bin mal gespannt, was wir hier so ziehen können. Es gibt natürlich auch schlechte Autogramme, ja, gar keine Frage, aber es gibt auch sehr, sehr coole und wir schauen einfach mal, was für eine wir ziehen. Ich hoffe wirklich auch auf geile Nummerierte vielleicht. Wie gesagt, Frankfurt-Karten wären halt echt nice. Ich habe jetzt gerade kein Messer da, das ist das Problem. Jetzt haben wir es doch. Vielleicht fürs nächste Mal mal ein Messer mitbringen nach hier oben in meinen Streaming-Gaming-Raum. Und ja, da haben wir die erste Box. Ich weiß jetzt auch gar nicht, in was für einer Position dann jedes Mal das Autogramm sitzt. Das ist, denke ich mal, komplett random, beziehungsweise, ja, werden wir dann sehen. Haben hier 6 Packs insgesamt, ja. Wie gesagt, es sollten sehr viele Nummerierte hier drin sein, aber halt auch, wie gesagt, mindestens ein Autogramm in jeder Mini-Box. Und fangen wir hier an mit einer Rookie-Karte von Borna Sosa, was nicht verkehrt ist. Vincenzo Grifo, Dani Olmo. Und hier haben wir schon Jamie Leveling Rookie, was sehr geil ist, in Gelb. Ich glaube, das ist eine schlechte Nummerierung. 350, also die Karte gibt es 350 Mal. Aber Leveling Rookie ist eigentlich ganz cool, ja, vielleicht setzt er sich irgendwann nochmal durch, der spielt ja jetzt bei Union Berlin, glaube ich, ne, aber 2 Rookies ist schon mal nicht verkehrt.
Rookie-Karten sind ja immer die Karten, glaube ich, von dem Spieler, wenn sie zum ersten Mal, also das erste Jahr, in solchen Packs drin ist. Ich könnte mich korrigieren, aber ich glaube, so war das Ganze. Branimir Rigotta, Angelo Stiller, Striker von Allison Player, Julian Queen und Kalajdzic. Ich weiß gar nicht, war jetzt hiervon eine nummeriert? Nope. Aber ich finde, die haben ein ganz geiles Design, die Karten hier. Ja, ist immer Geschmackssache. Aber ich finde das ganz geil eigentlich. Angelino, Timo Hübers. Oh, Caligiuri ist eigentlich nicht so verkehrt. Dahinter noch Iago. Caligiuri zu 150 Autogramm. Geht schlechter, würde ich sagen. Ich finde ihn eigentlich nicht so verkehrt. Spielt jetzt, glaube ich, nicht mehr so oft. Aber ja, ist okay. Zu 150 nimmt man mit. Und hier hinten haben wir dann Iago zu 50, was eigentlich okay ist. Das ist eine goldene oder orange. Gold oder orange, keine Ahnung. Aber zu 50 ist nicht schlecht, weil 50 ist eine relativ niedrige Nummerierung. Und nochmal Julian Green. Wir können dann ja auch mal kurz, zack, zack. Wie gesagt, Sleeves habe ich leider jetzt noch nicht da. Da kommen sie aber natürlich auch noch rein. Aber dann packen wir die schon mal hier vorsichtig in so einen Top-Loader rein. Die beiden. Und mein erstes gezogenes Autogramm ist hier von Caligiuri. Viel wert wird der wahrscheinlich nicht sein. Aber er ist eigentlich kein schlechter. Hat immer ganz gute Freistöße, glaube ich, geschossen oder Ecken. Und ja, dann können wir auch das Ganze mal ausprobieren hier. Auf meine Ständer zu stellen im Hintergrund. Ich versuche mir noch irgendwie eine geile Unterlage für hier unten zu organisieren. Ich habe ja theoretisch eine von Yu-Gi-Oh! Vielleicht benutze ich die dann irgendwann mal bei irgendwelchen Openings. Aber die Ständer hier sind eigentlich ganz cool. Wie gesagt, wenn man das Ganze in der Vitrine stellen möchte, ist das echt nicht verkehrt. Ich hätte halt gerne ein Frankfurt-Autogramm gezogen. Oh, hier haben wir schon mal einen Ansgar Knauf. Sehr cool. Benze Baini. Ich weiß nicht, die schwarzen sind nummeriert zu 199. Okay. Dann nochmal Caligiuri normal. Ricardo Pepi und Kramaric. Benze Baini können wir hier auch mal wegpacken. Und ich glaube, Ansgar Knauf packe ich auch mal weg, weil ich halt einfach Frankfurt-Fan bin. Ich weiß, ein Toploader ohne Sleeve ist eigentlich immer ein bisschen blöd, aber habe aktuell, wie gesagt, noch keine da. Kommt aber definitiv noch. Und ja, komm, ich habe, glaube ich, genug dabei. Können wir noch mit aufstellen hier das Ganze. Zack, damit ihr seht, was meine Hits waren bisher. Yannick Keitel, Wookie, Kevin Trapp, auch nice. Oh, Manuel Neuer. Ich glaube, diese Karten sind auch nicht verkehrt. Da sind ja diese... Hä, warum? Ich dachte, die ganzen Keeper wären so, aber Kevin Trapp ist nicht so, nur der ist so. Aber ganz geile Karte eigentlich. Dani Olmo und Lasse Günther. Und letztes Pack von der ersten Minibox quasi. Haben wir hier Asta Franchic, keine Ahnung wie der heißt, Simon Zoller, Kingsley Coman, oh, Mokoku, ich glaube es ist eine gelbe, das heißt zu 350 wieder. Oh, schade, wenn das eine goldene zu 50 wäre, aber Mokoku feiere ich, ohne Scheiß, ich bin ja alles noch am Hoffen, dass der vielleicht mal richtig durchstartet und dann wird natürlich auch die Karte definitiv etwas teurer, aber Mokoku... Wie gesagt, 350 ist die höchste Nummerierung, aber fühle ich trotzdem. Sieht sehr, sehr sexy aus, das Ganze. So, das war die erste Minibox. Und jetzt kommt noch die zweite Minibox. Also ich finde eigentlich diese Finest ziemlich geil. Ich habe mich ja ein bisschen informiert vorher. Und
Ich fand die halt einfach preis-leistungstechnisch sehr, sehr cool mit so vielen nummerierten Karten und so vielen Autogrammen quasi. Könnt ihr mal eure Meinung reinschreiben, aber ich fühle die. Muss ich wieder gucken, wie ich das Ganze geöffnet bekomme. So haben wir sie endlich offen nach langen Kämpfen, ey. Ist wirklich ohne irgendwie was Scharfen so schwierig. Ich habe halt auch keine Fingernägel, ey. Das ist echt Krise. So, schauen wir mal, was in der zweiten Box drin ist. Wir mischen die mal ein bisschen so, keine Ahnung. Ich würde gern das Autogramm vielleicht als letztes ziehen. Sonst nimmt das so ein bisschen immer die Spannung mit. Aber ich meine, es ist trotzdem cool, dass man noch so viele Nummerierte ziehen kann. Ja, Marton Dardai und hier haben wir Dixon Abier. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber eine Wookie-Karte zu 150. Das Design muss man schon sagen, die sehen sehr geil aus. Wookie, es ist halt, ich muss halt mal schauen, keine Ahnung, ich kenne den Spieler halt nicht. Aber sehr, sehr coole Karte. Und Christian Baumgartner. Oh, nummerierter Kevin Trapp, bitte. Ah, zu 250, das ist geil. Zwei Nummerierte sogar hier drin. Aber das Autogramm, muss ich sagen, ja, nicht so viel Glück gehabt. Es ist nicht mal ein nummeriertes Autogramm. Und Baumgartner, weiß ich nicht, ob der so beliebt ist. Ist halt auch wirklich das erste Pack wieder und direkt das Autogramm, ey. Voll Pech eigentlich. Ich wollte das am Schluss haben. Aber, ja, was ich ganz geil finde, im ersten Pack direkt dann auch zwei Nummerierte. Und Kevin Trapp, muss ich sagen, nimmt man mit. Nummerierung hätte natürlich ein bisschen besser sein können zu 250. Also gibt es 250 Mal diese Karte. Aber als Frankfurt-Fan ist mir da natürlich happy, den zu ziehen. Ich werde die jetzt direkt hier mal einsleeven, dann geht's in die nächsten Packs. Aber schade, dass die beiden Autogramme nicht irgendwelche krassen waren und vor allem auch keine Frankfurter. Was ich ein bisschen schade finde, aber steckt man nicht drin. Einen Kevin Trapp nimmt man trotzdem gerne mit als Frankfurt-Fan. Komm, let's go. Florian Wirtz ist schon mal nicht schlecht, aber ist keine besondere Karte von ihm. Udokai, Baumgartner hier nochmal und ein Angelo Stiller, das müsste sogar zu 50 sein, der ist Gold, oder? Nee, ist 350. Ich weiß ja, die Farben täuschen irgendwie voll, anscheinend ist es doch gelb. Okay, das ist quasi die nächste Nummerierte. Ich werde dann auch mal die ganzen Nummerierten raussuchen, dass wir die quasi dann nachher nebeneinander legen. So, ab ins nächste Pack. Gönn doch noch ein bisschen was an Frankfurt-Stuff. Würde ich mich sehr freuen. Nilsson, Skelly, Bella Kotschap, Finest Young Talents, Wookie. Ist die nummeriert? Nee. Lewandowski ist auch okay. Und Robin Knoche. Zidane, Serdmir, okay, Haraguchi und Kobel, die ist gar nicht mal so verkehrt, weil ich glaube, Kobel ist nicht unbeliebt, macht aktuell einen sehr, sehr starken Job bei Dortmund. Kalajdzic und Skiri, zwei Packs haben wir jetzt noch. Alessandro Schöpf, Kimmich, Grifo und Danilo Soares haben wir hier zu 99. Okay, die Grünen sind zu 99. Und was haben wir hier jetzt noch? Benze Baini. Und hier hinten haben wir nochmal eine Lieder, eine Rookie. Hinkapi, ich glaube. Und hier nochmal Rebiger oder wie der heißt. Aber ich glaube, das ist zu 250. Aber Hinkapi ist eigentlich kein schlechter Spieler, muss ich sagen. Ist eigentlich ein geiles Talent bei Leverkusen. Rookie-Karte zu 250. Finde ich auch nicht so verkehrt. So, dann gehen wir mal die Hits durch, würde ich sagen.
die ich jetzt, sage ich jetzt mal, am besten finde. Vielleicht habe ich auch irgendeine krasse Karte noch übersehen. Auf jeden Fall haben wir hier das Baumgartner Autograph. Ist jetzt nicht das krasseste oder so, aber okay. Dann Kevin Trapp finde ich sehr geil. Den hier ist okay. Stiller. Manuel Neuer von dieser Karte. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie selten die sind, aber finde ich ganz geil vom Design. Pepi. Rookie von Leveling. Was ganz geil ist. Kobel, der aktuell durch die Decke geht. Inkapi. Soares. Knauf. Der ist jetzt nichts Besonderes. Der ist nicht nummeriert oder so, aber feiere ich als Frankfurt-Fan. Benze Baini. Iago zu 50. Ist okay. Mokoku, auch wenn es nur zu 350 ist, feiere ich unnormal. Und dann noch das Autograph von Daniel Caligiuri zu 150. Ist auch okay, wenigstens ist er nummeriert. Ja, nicht so wie Baumgartner. Aber es sind beides natürlich keine so krassen Autogramme. Und dann gehen wir noch im Schnelldurchlauf durch diese Karten hier. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier irgendeine krasse übersehen habe. Könnt ihr ja mir mal reinschreiben. Upamecano. Lewandowski noch hier. Ja, das waren meine Hits von der Bundesliga Tops Finest Box. Ja, wie gesagt, das war meine Tops Finest Bundesliga Box. Check gerne, wie gesagt, das nächste Video ab und bleib deswegen auch dran, weil jetzt gibt es nämlich noch die Tops Champions League Boxen und da können natürlich richtige Kracher nochmal drin sein. Ich fand sie ganz okay. Ihr könnt mir gerne auch reinschreiben, was ich noch übersehen habe, welcher Spieler vielleicht was wert ist, ob ihr vielleicht einen Spieler kaufen wollt oder was auch immer. Ich finde auf jeden Fall, sie waren nicht ganz scheiße. Also ich kenne mich, wie gesagt, mit den Preisen auch nicht so ganz aus. Aber ich finde halt einen Trapp ganz geil nummeriert. Ich finde Mokoku nummeriert ganz geil. Ich finde den zu 150 Caligiuri auch nicht so schlecht, dieses Autogramm. Hinkapi ist auch okay. Also wie gesagt, ich finde es eigentlich solide. Wie gesagt, lasst gerne wie immer ein Däumchen nach oben da und ein Abo. Und ciao, ciao.